Stimmt es, dass bei Hanafiten so ist, dass man das Asr-Gebet nur circa halbe Stunde bevor Maghrib-Gebet kommt, beten kann? Wenn man kurz bis vor Maghrib betet, ist Asr schon verpasst. Diese Aussage ist bekannt bei den Gelehrten, die sagen, wenn die Sonne jetzt schon gelb geworden ist, dann betet man nicht mehr. Aber es gibt eine Überlieferung, Barakallahu fikum, wenn man eine Rak'a vor dem Sonnenuntergang erreicht hat, dann hat man Asr gebetet. Das heißt, das stimmt, diese Aussage. Im normalen Fall ist Asr-Gebet, bis Barakallahu fikum die Sonne gelblich geworden ist. Gelblich geworden, das wird die Sonne fängt an, unterzugehen. Aber das wurde verlängert, laut der anderen Überlieferung, wenn man ein Rak'a von Asr vor dem Sonnenuntergang erreicht hat, dann hat man Asr erreicht. Wallahu alam.